Leute, ich erzähle euch jetzt eine witzige Story. Und zwar ist es einfach so, ja, ich und ein Kumpel von mir labern so über meinen T-Shirt-Shop, so auf einmal, was passiert? Mein Lehrer bekommt das mit, so ganz dezent, mein Freund spricht ihn darauf an, also ihr kennt da nichts, ne? Meint ihn halt so, ja, ich gucke mir den Shop mal an, am nächsten Tag kommt eine Bestellung rein. Ich denke mir nur so, okay, könnte das jetzt von dem sein? Ich habe es auf jeden Fall übel gefeiert. Und dann weitere zwei Tage später, also heute. Jo Leute, was geht ab? Hier sogar zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games. Ihr seht, ich habe wieder mein Skin. Alles klar, Digga. Aber heute bin ich mal wieder in der Eisenfalle. Vielleicht passiert mir mal wieder irgendwas Behindertes. Dann werdet ihr auf jeden Fall da wieder informiert. Wünscht mir auf jeden Fall Glück, dass mir sowas passiert, nicht was? Ja, warte mal, ich muss eben kurz meine Steuerung ein bisschen umstellen. So, und da gönnen wir uns doch direkt mal, dass wir getargetet werden und nichts haben, Alter. Das ist doch schon, ja, gut, finde ich gut. Ich höre mal, in letzter Zeit ziemlich häufig, kann ich mich Hey mit Hey umnennen? Natürlich könnt ihr das, klar, klingt es nachgemacht. Danke, liebes Windows, was auch immer das jetzt gerade war. Was ist denn mit dem Dude hier so? Legt sich auch noch nur so, er chillt auch so richtig sein Laugh, ne? Ach komm, Alter, dein Ernst. Hör doch einfach auf damit. Genau. Ja, genau. Warum nicht gleich so? So, am Samstag kommen jetzt natürlich jetzt wieder keine Streams, weil ich halt noch kann. So. Denkt natürlich jetzt, ich wäre hier runtergefallen. Stimmt aber nicht. Komme ich hier überhaupt wieder hoch? Ne. Na toll. Perfekt. Nice. Haben wir natürlich jetzt ein bisschen Zeit verloren dadurch, aber vielleicht ist ja jemand low. Okay, der Typ scheint uns, wenn wir uns gut überraschen. Ja, zwei Hits haben wir mitgegeben. Das wird auf jeden Fall schon... Okay, er will Bowspam. Schafft er aber nicht. So, damit hätten wir das. Und wir hätten auch wieder ganz gutes Equip. Ich erzähle euch heute eine ziemlich witzige Story. Och, komm, nein. Nein, Mann. Oh, er hat einfach ein Eisenschwert gehabt. Na, egal. Leute, ich erzähle euch jetzt eine witzige Story. Und zwar ist es einfach so, ja, ich und ein Kumpel von mir labern so über meinen T-Shirt-Shop, so auf einmal, was passiert? Mein Lehrer bekommt das mit, so ganz dezent, mein Freund spricht ihn darauf an, also ihr kennt da nichts, ne? Meint ihn halt so, ja, ich gucke mir den Shop mal an, am nächsten Tag kommt eine Bestellung rein. Ich denke mir nur so, okay, könnte das jetzt von dem sein? Ich habe es auf jeden Fall übel gefeiert. Und dann weitere zwei Tage später, also heute, kam mein Lehrer dann mit meinem Merchandise in die Schule. Oh mein Gott, ey, aber ich habe leider kein Foto gemacht oder so, aber ich denke mal, der wird das eh schon öfter haben. Ich muss ihn mal fragen, wenn sie das jetzt gerade sehen, ist auf jeden Fall gerade ziemlich merkwürdig. Komm schon, Alter, never. Und ist auf jeden Fall ziemlich witzig, was da heute so abgegangen ist. Oh. Ich komme da irgendwie noch nicht so richtig drauf klar, aber es ist ziemlich cool. Es ist einfach so witzig. Ich kann es mir einfach nicht glauben, aber ich glaube, ich lasse den Skin für immer so, weil mir gefällt das einfach mit dieser weißen Kapuze und so. Ist schon ganz nice. Oh lol, Alter, nice. Jetzt habe ich auch ein Eisenschwert. Geil. Okay, dann wollen wir dem erstmal gönnen. Gönnt er sich jetzt erstmal einen Tod. Außer er kommt vorbei. Nein, kommt er nicht. Ah, du hast eine Rod für mich, die möchte ich haben. Also muss ich mal echt sagen. Außerdem haben wir so ein bisschen drüber getalkt. Ja, die Jugendsprache ist ja komplett anders. Und er meinte halt, er versteht 50% meiner Videos nicht. Und ist auf jeden Fall witzig. Obwohl, ich weiß gar nicht, so viel Fremdwörter wie in anderen. Also ich bin da ja noch echt nicht so schlimm wie andere. Da gibt es ja noch wieder ganz andere Leute. Weiß nicht. Oder vielleicht sehe ich das einfach nur so, weil es für mich normal ist. Ich habe keine Ahnung. So... Genau, jetzt kannst du mich gerne auch Bo spammen. Rod spammen, ist mir eigentlich egal. Jetzt kommt nämlich ich und gib dir. Das ist doch das. Was macht der? Das ist das beschissenste. Jo, als ob er so aimen kann. Ja, ja, er hackt, Alter. Oh mein Gott, er hackt einfach. Oh mein Gott, Digga, nicht dein Ernst, Alter. Ich bin ganz sicher kein Hacker, aber trotzdem werde ich dich killen. Ja, guckt euch das an. Er schlägt auf den Boden und trifft mich. Mhm. Muss mal eben kurz den Müll hier beseitigen, Alter. Oh, Junge, du nervst mich, Alter. Jetzt toggelt er wieder, Alter. Ey, komm, Junge, du bist das Letzte. Jetzt stirbt er. Ja, genau, so kann auch jeder aimen, Alter.
Halt die Fresse, wirklich. Boah, Junge, du bist so ein nerviges Kind. Ja, und da kommt da jemand von hinten. Fuck it. Ich versuche jetzt ein bisschen mit den Random zu teamen. Wäre jetzt echt dumm, wenn wir jetzt das nicht machen würden. Hey, hey. Junge, verstehst du da eigentlich nichts? Oder wieder bist du dumm? Oder dumm? Oh, Mann, Alter. Lächerlich. Mann! Mein Aiming ist auch wieder gerade richtig im Arsch. So, jetzt verpiss dich doch, Alter. Geh doch auf den Hacker! Mann, ich lass austimen, Leute. Ich hab da keinen Bock drauf. Leute, ich werde diese Runde austimen lassen, wenn er mich jetzt die ganze Zeit verfolgt. Wenn ich's hinkrieg. Oh, Mann! Mhm, du bist so ein lächerliches Stück Scheiße, Alter. Hoffentlich bist du jetzt so richtig gleich. Der wird von dem Hacker zerhackt, Alter. Ja, perfekt. Digga, really? Really? Hör doch auf, Mann! Das ist richtig lowes Verhalten, aber ja, gut. Bin ich halt down, Leute. Richtig lächerlicher Kampf, muss ich echt mal sagen. Anstatt einfach auf den Hacker zu gehen, er hat ein halbes Herz. Scheiße! wenn das ist wahrscheinlich auch noch ein Team. Es ist ein Team und ein Hacker im Deathmatch. Was soll der Kack? Naja, egal. Mal wieder. Meine tägliche Dosis Abfuck mal wieder heute genommen. Oh, haut rein, Leute. Und ciao.